Schön, dass du heute da bist. Vielleicht kennst du schon den Sonnengruß und den Mondgruß. Heute zeige ich dir mal meine Variante zum Gruß für die Erde. Für den Erdgruß starten wir direkt am Anfang unserer Yogamatte. Stell dich mit deinen Füßen hüftbreit und komm am Anfang deiner Yogamatte mit geschlossenen Augen in dein Tadasana, deine Bergposition. Beug mal ganz leicht deine Knie und roll deine Schultern nach oben und nach hinten unten. Kipp dein Becken ganz leicht nach hinten. Lass den unteren Rücken schön lang werden. Nimm hier einen tiefen, langen Atemzug und spür in deine Fußsohlen. Verbind dich über deine Fußsohlen nach unten mit der Erde. Heb mal deine Zehenspitzen nach oben und setz sie dann ganz breit gefächert wieder auf die Matte. Und spür mal in deine Fußgewölbe. Auf der Außenseite hast du das äußere Fußgewölbe von der Ferse bis zum kleinen Zehenballen. Das innere Fußgewölbe spürst du vielleicht etwas besser. Das geht vom großen Zehenballen bis zur Ferse nach hinten, da wo diese kleine Lücke entsteht für deinen Fußabdruck. Und dann hast du noch ein drittes Fußgewölbe, das spannt sich vom kleinen Zehenballen bis zum großen Zehenballen. Und auch das ist nur sehr subtil spürbar, aber wenn du diese drei Punkte mal fest nach unten in den Boden verankerst, Ferse, kleiner Zehenballen, großer Zehenballen, kannst du vielleicht spüren, wie sich dein ganzer Fuß aktiviert, wie du etwas mehr Stabilität finden kannst. Nimm hier noch einen tiefen, langen Atemzug und verlagere dein Gewicht etwas nach vorne, etwas nach hinten. Verlagere es zur linken und zur rechten Seite und versuch dann deine Fußsohle möglichst gleichmäßig zu belasten. Wenn du dich gut eingerichtet fühlst, nimm deine Hände auf den Bauch- oder Brustraum, sehr gerne noch eine auf den Bauch und eine auf den Brustkorb. Und atme tief in deine Hände und spür, wie dein Atem deine Hände berührt. Deine Knie dürfen immer ganz leicht gebeugt sein, versuch sie nicht zu stark durchzustrecken. Richte dich auf, werde ganz groß und wachse mit dem Kopf nach oben. Lass den Nacken ganz lang werden. Zieh deine Wirbelsäule auseinander in die Länge. Mit deiner nächsten Einatmung löst deine Hände langsam von deinem Körper und bring sie im Zeitlupentempo nach vorne, so als würdest du etwas umarmen. Einen Menschen oder einen Baum, dann lass diese Umarmung immer größer werden. Lass die Arme zur Seite kommen, spann die Arme auf wie zwei Flügel. Und mit einer Ausatmung geh nach unten in die Knie, nimm die Arme mit und setz dich in den Stuhl. Bring die Arme nach oben, optional kannst du sie auch mit den Ellbogen zur Seite auffächern, aufbreiten wie eine Kaktuspose mit den Kaktusstacheln. Und verlagere dein Gewicht wieder etwas nach vorne, nach hinten. Achte darauf, dass dein unterer Rücken nicht so sehr ins Hohlkreuz kippt, sondern bring sanft etwas Länge in den unteren Rücken, indem du den Bauchnabel nach innen ziehst. Atme nochmal ein in deinen Stuhl, eine sehr erdende und kräftigende Position. Und mit einer Ausatmung bring dann deine Beine wieder auf eine Streckung und die Hände hinter den Rücken. Verschränk die Finger, zieh die Schultern zurück, atme ein. Und mit einer Ausatmung lehn dich nach vorne mit gebeugten Knien in eine Vorbeuge. Lass deine Hände gern noch hinter dem Rücken. Vielleicht möchtest du dich etwas rekeln und strecken. Entspann deinen Kopf, entspann deinen Nacken. Vielleicht kannst du die Handflächen recht nah zusammenbringen. Ansonsten bleib hier einfach so, wie es dir gut tut. Und lass mit deiner nächsten Ausatmung dann die Arme nach unten sinken. Bring deine linke Hand unter dein Gesicht und deinen rechten Arm nach oben in einen Twist. Lass deine Hüfte so gut wie es geht gerade bleiben, parallel zum Boden.
und tausch dann deine Hände aus. Rechte Hand unter dein Gesicht, linker Arm nach oben, Hüfte bleibt gerade, dreh dich in diesen sanften Twist. Du kannst doch gern den Kopf mitdrehen. Mit einer Ausatmung komm zu Boden und in eine Hocke. Kannst deine Füße gerne breiter aufsetzen, sodass du gut in diese Hocke hineinkommst. Verlagere dein Gewicht mal von der einen zur anderen Seite. Du kannst deine Fersen erden. Sie dürfen aber gerne auch erhoben bleiben, wenn das für deine Achillessehne zu viel Dehnung bedeutet. Oder du könntest auch gerne einen Block unter die Fersen bringen. Wir bleiben aber hier nicht allzu lange. Komm einmal mit den Handflächen vor dein Herz. Deine Ellbogen können deine Knie jetzt sanft nach hinten und nach außen schieben. Richte dich gut auf, mach einen geraden, langen Rücken. Bleib entweder hier oder komm mit mir in einen Twist. Da kannst du jetzt deine linke Hand zu Boden bringen, die Fingerspitzen erden. Dein linker Ellbogen schiebt weiterhin das linke Knie nach hinten und der rechte Arm kommt nach oben für diese Seitbeuge. Spann dich auf, vielleicht mag dein Kopf auch nach oben drehen und dann tausch die Seite. Rechten Fingerspitzen zu Boden, rechter Oberarm oder Ellbogen fixiert dein rechtes Knie und der andere Arm geht über deinen Kopf in die Seitbeuge. Bring beide Hände zurück, stütz dich mit den Händen am Boden vor dir auf und komm in einen Fersensitz. Stell dazu gerne mal deine Zehenspitzen auf und setz dich zurück nach hinten auf deine Fersen. Kannst auch gerne die kleine Zehe einladen, sich auch nach vorne zu spreizen. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um hier anzukommen. Vielleicht spürst du die angenehme Dehnung in deinen Zehen, in deiner Fußsohle. Und mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme nach oben, schieb die Hüfte nach vorne, streck dich lang. Mit deiner Ausatmung bring die Arme zur Seite, nach unten, setz dich in den Fersensitz und dann bring die Arme nochmal hoch und löse die aufgestellten Zehen, Fußrücken zu Boden und komm nach unten in ein Kind. Deine Arme dürfen sich nach hinten mit den Handrücken auf den Boden legen. Lass deine Stirn gern zu Boden sinken, so weit wie angenehm. Atme einmal tief ein und aus. Mit deiner nächsten Einatmung setz dich auf und bleib jetzt auf deiner linken Ferse sitzen, aber deinen rechten Fuß stell ihn zur Seite auf. Du kannst es entweder hier bleiben auf deinem Fußrücken oder ich lade dich ein, stell deine Zehenspitzen wieder auf. Für diese Monkey-Pose, für diese kleine Affen-Pose, bring deine Hände gern auf Namaste, die Daumen aneinander zu deinem Brustbein. Nimm dir einen Atemzug Zeit, um anzukommen und diese Dehnung in deinem Fuß zu spüren. Verwende deine Hände, um dich zu stützen. Löse den unteren Fuß, bring ihn nach vorne und setz dich in eine Schmetterlingsposition, circa in der Mitte deiner Matte. Lass deine Knie nach außen sinken, nach außen fallen, flatter etwas mit den Schmetterlingsflügeln. Und wenn du möchtest, kannst du dich hier in eine Vorbeuge hineinlehnen. Achte darauf, aus dem Becken nach vorne zu kippen. Bring die Fersen entweder näher oder weiter weg, je nachdem, wie sich das in deinem Hüftgelenk heute anfühlt. Und lass den Kopf dann nach vorne sinken. Achte auf einen geraden unteren Rücken. Du kannst die Hände gerne auch seitlich legen. Einmal tief ein- und ausatmen. Der nächsten Einatmung, komm nach oben. Und jetzt bring deinen rechten Fuß unter dich. Hake ihn ganz nah unter deiner Hüfte ein und setz dich dann entweder hier auf deinen Fußrist, stell den anderen Fuß etwas zur Seite oder stell gern wieder deine Zehenspitzen auf. Die Monkey-Pose, unser Affen-Squat, unsere Affenhocke auf der anderen Seite. Nimm dir nochmal einen Augenblick Zeit. Spür hinein in die Dehnung deiner Zehengelenke oder deines Fußrückens. Finde deine innere Mitte. Dann öffne deine Augen, wenn sie geschlossen waren. Bring die Hände jetzt zur gegenüberliegenden Seite deiner Yogamatte und bring beide Knie zusammen für den Fersensitz. Wir machen dieselbe Übung jetzt zur anderen Seite. Fersen, Zehenspitzen aufgestellt, einmal tief durchgeatmet. Und mit der nächsten Einatmung bring die Arme nach oben, streck dich lang. Ausatmen, setz dich hin. Ein Flügelschlag um die
Zehenspitzen zu lösen und ausatmen, komm in deine Kindsposition. Den nächsten Einatmen, heb deinen Kopf. Bring deine Hände zum hinteren Mattenrand und stell deine Füße in die Hocke. Komm nochmal in deine Hockeposition. Finde deine innere Mitte, dein Zentrum mit deinen Händen vor dem Brustkorb. Bleib entweder hier oder machen wir nochmal diese Seitbeuge. Eine Hand stabilisiert und die andere dehnt und spannt dich auf. Wechsel gleich zur anderen Seite, anderen Fingerspitzen erden dich, dreh dich zur Seite, achte auf deinen Nacken. Bring beide Hände wieder vor dich, hüpf die Füße etwas zusammen und komm hier in diese Vorbeuge zurück. Hände gerne hinter den Rücken, verschränkt, entspann den Kopf, entspann den Nacken. Und mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme nach oben in den Stuhl mit einer Kaktusposition, optional auch gern die Arme gestreckt. Setz dich tief, setz dich tief. Und mit der nächsten Einatmung stell dich gerade hin. Das war unsere erste Runde für unseren Erdgruß und gerne machen wir noch eine zweite Runde und drehen uns wieder 180 Grad zurück. Stell dich wieder in dein Tadasana, deine Bergposition. Erde dich über die Fußsohlen. Bring deine Hände auf den Bauch und auf den Brustraum. Und in dieser Runde werden wir ein kleines bisschen zügiger voranschreiten. Mit deiner nächsten Ausatmung lass die Arme sinken. Deiner nächsten Einatmung, streck deine Arme weit nach vorne, so als würdest du einen Baum umarmen oder einen Menschen umarmen. Mach die Arme breit, lass die Arme nach außen kommen, spann dich auf, vielleicht magst du eine sanfte Rückbeuge machen. Und dann lass die Arme nach unten sinken und setz dich in deinen Stuhl hinein. Setz dich tief nach hinten. Und dann streck die Beine, bring deine Arme zur Seite, komm in eine Vorbeuge mit den Händen hinter dem Rücken verschränkt. Streck die Arme gerne, entspann deinen Nacken. Vielleicht möchtest du abwechselnd ein Knie etwas mehr beugen, das andere mehr strecken. Und dann löse deine Hände, bring deine linke Hand unter das Gesicht und streck den rechten Arm nach oben für diesen Twist. Ausatmung, wechsel die Seiten, einatmen, Arm nach oben, begradige die Hüften, dreh dich hoch. Ausatmen, beide Hände nach unten, setz dich in die Hocke, bring deine Füße gerne wieder breiter, komm in deinen Malasana, die Girlandenposition, bleib hier oder mach die Seitbeuge mit mir. Rechten Fingerspitzen werden geerdet, linker Arm spannt dich auf, zieht diagonal zur rechten Seite. Wechsel direkt zur anderen Seite. Spann dich links auf, der rechte Arm streckt sich über den Kopf. Und bring beide Hände zu Boden. Erde deine Knie, komm aufs Schienbein. Stell die Zehenspitzen auf für deinen Fersensitz. Atme einmal tief hier ein und aus. Mit der nächsten Einatmung, heb deine Arme, streck dich lang, sanfte Rückbeuge, unterer Rücken ist ganz lang und gerade, die Hüfte schiebt vor. Ausatmen, Fersensitz, einatmen, Fußrücken, ausatmen, Kind. Atme tief durch die Nase ein und aus.
der nächsten Einatmung, komm nach oben. Bleib auf deiner rechten Ferse sitzen. Stell deinen linken Fuß zur Seite auf. Optional gern auf die Zehenspitzen kommen und nimm dir einen Augenblick der Zentrierung in dieser Affenhocke. Spüren die Verbindung nach unten, die Dehnung deiner Füße und Fußgelenke. Richte dich gerade nach oben auf. Deine Hände wieder zu Boden, leg deinen unteren Fuß nach vorne, Fußsohle zu Fußsohle für den Schmetterling. Atme ein, streck dich lang, atme aus, lehn dich nach vorne. Atme tief in deinen Bauch, atme tief in deinen Brustraum. Vielleicht kannst du eine sanfte Dehnung in deiner Hüfte spüren. Sei besonders achtsam und roll dich mit deiner nächsten Einatmung wieder nach oben. Setz dich auf deine linke Ferse, stell den rechten Fuß auf. Finde einen weiteren Moment der inneren Stille, deiner inneren Zentriertheit und der Verbindung nach unten in die Erde. Löse deine Hände, bring sie zum Anfang deiner Matte, komm zurück in deinen Fersensitz und setz dich zurück. Roll deine Schultern nach hinten und nach unten. Deine nächsten Einatmung, streck dich nach oben, schieb die Hüfte nach vorne, ausatmen, wieder setzen. Einatmen, löse deine Fußrücken, ausatmen, Kinn. Einatmung, heb dich hoch, komm mit deinen Füßen in die Hocke, bleib in der Hocke oder komm mit mir in die Seitbeuge. Bring beide Hände wieder auf die Matte, die Füße hüftbreit und häng dich nochmal in deine Vorbeuge. Erde deine Handflächen nach unten, lass die Knie leicht gebeugt, den Kopf ganz entspannt. Vielleicht möchtest du dich etwas schütteln oder rütteln oder schwingen. Und atme mal ganz bewusst durch deine Handflächen ein in deinen Körper. Lass den Körper durch die Hände, durch die Arme, durch den Brustkorb, in den Bauch, in die Hüften, in die Beine und bei den Fußsohlen wieder ausströmen. Atme ein durch die Hände und aus durch deine Füße. Stell dir das bildlich vor, so als wäre es wirklich möglich. Spür, wie die Erde dir Kraft gibt und Stabilität. Und lass mit deiner Ausatmung dann alles los und beug deine Knie noch etwas weiter. Bring die Hände hinter den Rücken, streck deine Arme lang. Wenn du möchtest, kannst du abwechselnd ein Knie etwas mehr strecken, das andere mehr beugen. Und mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme nach oben in deinen Stuhl oder auch in deine Kaktusposition. Setz dich nochmal tief, so tief du kannst. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen und mit deiner Ausatmung bring die Arme wieder seitlich in deinen Berg. Bring deine Hände auf den Brustkorb, auf den Bauchraum. Heb die Zehenspitzen nochmal nach oben, setz sie breit gefächert auf deine Matte. Spüren deinen Herzschlag, spüren deine Atmung. Spür die Verbindung nach unten in die Erde. Und wenn du möchtest, kannst du heute schon deine Praxis hier beenden. Oder den Erdkuss noch ein paar Mal für dich wiederholen. Und lass am Ende dann ein Dankeschön da für die Erde, die dich trägt. Für deine Füße, deine Beine, die dich tragen. Und spür hinein in deine innere Kraft. In deine Stabilität und die Geborgenheit. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Praxis, mit diesem Erdgruß und freue mich schon aufs nächste Mal.